Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, Herz, Seele, Ball-Freunde. Da ist die nächtliche Ausgabe für den Donnerstag von Herz, Seele, Ball. Ein wieder mal durchfrorener Fußballreporter. Freiburg gegen Eintracht Frankfurt 2-2 war ein gutes Spiel. Gestern hatte ich Chips, heute habe ich Müller Fruktiv zum Abendessen. Es ist ja eine Schande, es gibt ja nichts mehr. Normalerweise würde ich jetzt mit meinem Kollegen Tom Bayer irgendwo in einem Gourmet-Restaurant sitzen und noch etwas essen. McDonald's zum Beispiel. Aber geht ja alles nicht. Hier ist ja auch Ausgangssperre ab 20 Uhr. Da muss man so einen Zettel dabei haben, dass man beruflich unterwegs ist, sonst Geldstrafe. So, war ein gutes Spiel. 2-2. Aber ich wollte ein bisschen was anderes noch erzählen, bevor wir auf die Ereignisse des Tages kommen. Gestern habe ich ja erzählt, dass ich in Mainz in einem Hotel war und Kartoffelchips bekommen habe. Und einer meiner Stammzuschauer aus Peru, hallo Olga, der hat mir ein liebenswertes Video von seiner kleinen Tochter geschickt, die Deutsch und Spanisch spricht und die dann auch noch ein paar besondere Fragen an mich hatte. Bitte, Martin, das Kindervideo. Lieber Uli, hier sind wir. Hier ist Lima, die Herz-Seele-Ballgucker. Und Christa hat eine Frage an dich. Wie waren die Kartoffelchips? Und war die Limo lecker? Tschüss. Also, wir sind gerade mit dir auf dem Hotelzimmer in Mainz. Saludos aus Lima. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ich antworte dir jetzt, kleines Fräulein. Die Chips waren sehr, sehr lecker. Ja, heute krieg ich gar nichts. Hier liegt noch eine halbe Zitrone. Bitte. Aber sonst liegt hier nichts mehr. So, das war der Gruß aus Peru. Dann zeige ich ja gerne das Hotel. Und das hier mag ich eigentlich sehr gerne, weil es mir sehr entgegenkommt. Es ist ein Literaturhotel, in dem ich übernachte. Bitte. Der kleine Film über das Hotel. Liebe Freunde von Herz, Seele, Ball, ich bin mal wieder in einem meiner Lieblingshotels gelandet. Und man ahnt das, es ist ein Literaturhotel in Freiburg. Es geht ja hier bei mir leider selten um Literatur, sondern vielmehr um Fußball. Heute Freiburg gegen Frankfurt. Und ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt. Jedes Zimmer hat hier einen Buchpaten. Und wenn ich mir einen gewünscht hätte oder hätte wünschen dürfen, dann wäre es dieser fantastische Mann gewesen. Helmut Karasek auf Reisen, wie ich mir Deutschland erlesen habe. Also da erzählt er viel von seinen Lesereisen und sowas habe ich ja auch noch vor. Und ich nehme euch mal kurz mit rein in das Zimmer von Helmut Karasek. Ja, und natürlich die Verpflegung dann für heute Abend wieder, weil es gibt ja nirgendwo etwas, da muss man dann irgendetwas am Nachmittag kaufen, um, wenn man Feierabend hat, eine Kleinigkeit essen zu können. Hoffentlich keine Kartoffelchips wie gestern. Schön, den habt ihr jetzt auch noch gesehen. Hat wenig mit Fußball zu tun bis jetzt, aber jetzt auch noch Stadionatmosphäre, weil ihr werdet staunen, wie exklusiv mein Sitzplatz in der Schwarzwald Arena aussah. Nämlich so. Fußballstadion im Zeichen der Pandemie. So sieht er so aus, 2,5 Stunden bevor Freiburg gegen Frankfurt spielt. Es ist alles immer noch ein trauriges Bild. Und da dieser einsame Stuhl war, wirklich dieser einsame Stuhl, wird mein Beobachtungsplatz sein. Ganz alleine für mich. Ein privilegiertes Gefühl macht sich in mir breit. So, das waren jetzt die kleinen Insider-Geschichten, die kleinen Filme. Jetzt sprechen wir über das, was passiert ist. Wie gesagt, Freiburg 2-2 gegen Frankfurt war ein gutes Spiel. Petersen kam wieder rein, 5 Minuten hat er gebraucht und dann hat er getroffen. Das ist ja eine unfassbare Geschichte und ich finde das sehr, sehr schön, dass dem Jungen das immer gelingt. Ich glaube, 29 Joker-Tore, das ist Rekord in der Bundesliga. Dann haben die Bayern, ich habe das gerade nur so mit einem Auge gesehen, Glück gehabt beim 1-0 Erfolg über Augsburg. Bielefeld gewinnt gegen Stuttgart 3-0. Ja, und Schalke verliert gegen den ersten FC Köln mit 1-2. Ich glaube, damit ist der Abstieg besiegelt. Mein Gott, da wurden so viele Fehler gemacht. Da könnte ich mich jetzt wirklich drüber aufregen.
Ich weiß nicht, was Hünteler da noch retten soll. Der wird aber auch noch mal viel, viel Geld kriegen. Ich glaube, es ist eine Katastrophe, die sich da jetzt auf Schalke abspielen wird. 17 Spiele sind es ja noch, aber wie gesagt, jetzt kommen die Bayern. Ich habe da ehrlich gesagt keine Hoffnung mehr. Ja, und das trifft einen Schalker Jungen natürlich hart. Wir werden demnächst hier bei Herz, Seele, Ball ein paar Runden organisieren mit Schalke-Fans und mit Schalke-Offiziellen. Ich werde auch Olaf Thon nochmal anrufen, der ja einer meiner besten Kollegen ist. Und wir werden das Thema natürlich im Auge behalten, weil es ist ein hochinteressantes Thema. Was wird aus Schalke 04? So, das war's für heute. Mit kleinen Filmen, mit Grüßen aus Peru, mit Hinweisen, was ich jetzt hier noch esse oder trinke. Jetzt gucke ich noch ein bisschen zu im ZDF, was sie über Donald Trump erzählen und über Joe Biden, den neuen amerikanischen Präsidenten. Friede auf Erde. Jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis. Wer am Wochenende Fußball gucken will, braucht Sky. Abonniert es, bitte. Ich bin am Wochenende bei Mainz gegen RB Leipzig. In diesem Sinne, tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten. Mit Sky hast du alles an einem Ort. Exklusive Serien, spannende Dokus, Mediatheken und deine Lieblings-Apps wie Netflix oder DAZN. Und jetzt ganz neu. Prime Video. Alles einfach auf Sky. Ab 12,50 € monatlich. Erfahre mehr auf sky.de.